Glitch Nummer 1 ist der hinterm Teleporter Glitch auf Verlassener. Der ist wirklich sehr einfach. Ihr braucht nur eine Betäubungsgranate und am besten Juggernaut und schneller laufen, Leute, wäre auch nicht verkehrt. So, wenn ihr dann alles habt, dann kommt hier auf dem Dach, Leute, und bringt am besten einen Zombie mit und betäubt ihn genau da, wo ich ihn betäube. Dann lauft hier zurück, Leute, und jetzt müsst ihr hier Anlauf nehmen, gegen dieses Geländer laufen und messern. Ihr braucht nicht springen oder so. Dann fliegt ihr in die Luft, dann dreht euch nach links und dann könnt ihr nämlich hier drauf klettern. So, wenn ihr dann hier oben seid, dann geht den Weg hier, den ich laufe. Ihr könnt hier auf dem Dach eine kleine Pause machen und euer Leben regenerieren. Und wenn ihr das dann habt, Leute, dann geht hier links einmal drauf, springt hier rüber. Von hier aus springt hier rüber und dann nimmt Anlauf und klettert hier drauf, Leute. Von hier aus läuft ihr einfach geradeaus durch, bis ihr hier beim Teleporter seid. Lasst euch hier fallen und ihr seid hinter der Map. Wie ihr seht, braucht ihr auch nicht rasender Wächter zu aktivieren. Aber falls ihr ein bisschen langsamer seid, dann könnt ihr auch den rasenden Wächter aktivieren, sodass ihr kein Damage von der Barriere bekommt. Sofern ihr natürlich ein Schild dabei habt. So, jetzt werden sich die ganzen Zombies wieder hier versammeln und ihr könnt wieder auf Hirons gehen. Der zweite Glitch ist auch sehr einfach und ist am Spawn von Verlassener. Und zwar könnt ihr hier ganz easy am Anfang Geld farmen oder später in Hirons mit der Wunderwaffe gehen. Und zwar müsst ihr hier am LKW, Leute, so ein bisschen aus der Distanz draufspringen, so wie ich es tue. Es klappt vielleicht nicht beim ersten Mal, aber wenn ihr es ein paar Mal versucht, dann kriegt ihr das ganz easy hin. Also nehmt ein kleines bisschen Abstand hier vom Reifen und springt drauf und dann, wenn ihr das richtig gemacht habt, fallt ihr hier rein und die Zombies versammeln sich alle vor euch. Ihr müsst aufpassen, denn der Boss-Zombie, der kann euch hitten und der Mangler, wenn er spawnt, der kann euch vielleicht auch hier rausziehen. Also wenn ihr hier reingeht, dann geht am besten mit der Wunderwaffe rein. So, falls ihr Hits bekommt von den Boss-Zombies, dann könnt ihr euch ja regenerieren, indem ihr mit der Wunderwaffe hier die Zombies killt. So, kommen wir nun zum nächsten Glitch. Und zwar müsst ihr hierfür erstmal eine Hauptstraße die erste Tür hier überspringen. Und das macht ihr, indem ihr mindestens einen Zombie nehmt, hier über diesen LKW klettert. Dann müsst ihr direkt an der Seite entlang, Leute, und hier gegen diesen LKW rennen und messern. So, dann fliegt ihr in die Luft. Und von hier aus könnt ihr jetzt den Teleporter benutzen. Und jetzt, Leute, wenn ihr drüben seid, kriegt ihr Damage von der Barriere. Also müsst ihr ganz schnell zu dieser Tür hingehen, wo ich hingehe, hier am Kino. Die Tür aufkaufen. Dann hört es auf, dass ihr Damage bekommt. Und jetzt stellt euch hier hinten in die Ecke, wo ich mich hinstelle. Und dann werden sich die ganzen Zombies vor euch versammeln. Jedoch, wenn ihr hier drinnen seid, Leute, beziehungsweise die Tür übersprungen habt vorhin, dann könnt ihr mit dem Easter Egg nicht weitermachen. Also hier werden gar keine Teile spawnen, um den Teleporter zu reparieren. Also eignet sich dieser Glitch eigentlich auch nur für Low Rounds. Und wenn ihr dann weitermachen wollt, Pack-a-Punch aufmachen wollt, dann müsst ihr einfach mit dem Teleporter wieder zurück und die Türen aufkaufen. So, für den nächsten Glitch braucht ihr eine Fernlenkladung. Eine Waffe, die schnell nachlädt und im zweiten Waffenplatz sollte auch eine Waffe drin sein. Ihr könnt euch auch schneller Nachladen holen, damit ihr auch schneller die Waffen wechselt, Leute. Und jetzt müsst ihr die Fernlenkladung aktivieren und ganz kurz danach, so circa eine Sekunde danach, die Waffen wechseln, sodass ihr, während ihr den Monitor für die Fernlenkladung raustut, eure Waffen wechselt. Also Leute, ihr drückt auf die Fernlenkladung und kurze Zeit später wechselt ihr eure Waffen. Und wenn ihr dann kurz den Monitor in der Hand habt und danach wieder eure normale Waffe wie bei mir jetzt, dann hat es geklappt. Ihr könnt euch auch wieder umdrehen, wenn ihr in der Fernlenkladung seid und wenn ihr in der Hand die Waffe hält, dann hat es funktioniert, Leute. Fahrt dann hier in diese Ecke und lasst die Fernlenkladung explodieren und dann lauft hier runter zu diesen vier Säulen für das Easter Egg und alle Zombies werden jetzt hier zu euch kommen und AFK stehen bleiben. Die einzigen Zombies, die euch hier noch angreifen, sind die Abscheulichkeit, die Mangler und die Mimics, Leute. Also die Boss-Zombies greifen euch noch an, aber alle anderen Zombies werden sich dann hier versammeln. Und das Gute an diesem Glitch ist, die Fernlenkladung kann auch da oben nicht kaputt gehen. Jetzt zeige ich euch noch einen anderen Spot mit der Fernlenkladung. Und zwar hier oben auf der Videothek, Leute. Hier macht ihr wieder das Gleiche. Ihr drückt auf die Fernlenkladung und circa eine Sekunde danach wechselt ihr eure Waffe. Und wenn ihr dann kurz den Monitor in der Hand habt, aber dann direkt wieder zur Waffe wechselt, so wie ich hier, dann habt ihr es geschafft. Jetzt müsst ihr hier neben diesen Schild hier an der Kante fahren, Leute, und wenn ihr so steht wie im Video, dann jagt diese Fernlenkladung in die Luft und die wird dann dort stehen bleiben. Jetzt werden sich alle Zombies hier unter diesem Schild vorm Eingang der Spielhalle versammeln und ihr könnt hier easy auf Headshots gehen oder Tarnungen oder was auch immer ihr machen wollt. Also bis auf die Boss-Zombies werden sich hier alle versammeln.
So, kommen wir nun zum nächsten Glitch. Hierfür müsst ihr Packer Punch aktivieren und danach den roten Knopf hier drücken. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr auch natürlich diese kleine Cutscene hier überspringen, die braucht ihr nicht. Jetzt macht euch tote Leitung auf eure Waffe drauf und geht in die Spielhalle. Ihr müsst jetzt einen Zombie mit tote Leitung nehmen, diesen Automaten hier anschießen, sodass dieser Automat freigeschaltet wird. So Leute, benutzt diesen Automaten und fahrt mit der Fernlenkladung dann dorthin, wo ich hinfahre, denn ihr müsst so einen kleinen Gang aufmachen. Also fahrt jetzt hier in diesen TV-Laden hinter die Theke und stellt euch hier hin. Und wenn ihr das dann hier aufgemacht habt, dann jagt die Fernlenkladung in die Luft. Jetzt müsst ihr nämlich den Glitch mit der Fernlenkladung wieder machen. Stellt euch dafür am besten in diesen TV-Shop rein, Leute. Drückt auf die Fernlenkladung und wechselt so circa eine Sekunde danach eure Waffen. Dann habt ihr so kurz die Fernlenkladung in der Hand, aber wechselt direkt zur Waffe. So Leute, wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann fahrt hier rein in diesen Schacht, hier nach rechts. Und jetzt müsst ihr unter diesem Schrank hier, so wie ich, hinfahren. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann jagt die Fernlenkladung in die Luft. Und jetzt habt ihr den Glitch auch fertig. Ihr könnt euch jetzt hier in diese Ecke stellen, Leute. Und alle Zombies werden vor euch AFK gehen. Entweder stehen die hier genau vor euch, kommen hier von rechts von diesem Fenster, oder die können auch links im TV-Shop hier vor diesem Fenster sein. Jetzt könnt ihr wieder easy auf Firearms gehen, auf Headshots, eure Waffen leveln. Jedoch werden die Boss-Zombies euch hier auch angreifen, also gebt Acht auf die Boss-Zombies. Aber alle anderen Zombies, seht ihr Leute, die werden sich hier vorne versammeln. Der nächste Glitch ist ein Pile-Up-Glitch auf die Maschine. Und zwar seht ihr, dass sich die ganzen Zombies dort versammeln. Nur von links kommen Zombies, auf die ihr achten müsst, die euch vielleicht schaden könnten. Und der Megatron kann euch hier schaden. Aber Leute, das wird kein Problem sein, denn ihr habt genug Zeit, um ihn zu töten, weil euch die anderen Zombies so gut wie gar nicht stören. Und um in diesen Glitch zu kommen, müsst ihr einfach warten, bis diese Lootkiste hier oben beim Penthouse spawnt. Diese Lootkisten, Leute, die spawnen immer random und ihr müsst einfach so lange spielen, bis ihr dann irgendwann seht, dass die Lootkiste hier oben ist. Und wenn die Lootkiste hier oben bei euch ist, dann macht sie nicht auf und stellt euch einfach hier in diesen Bereichen, wo ich stehe, und die Zombies werden sich dann hier easy versammeln. Kommen wir nun zum nächsten Glitch, und zwar braucht ihr hierfür eine Fernlenkladung. Ihr müsst dann mit der Fernlenkladung hier in diesen Tunnel rein. Geht in die Fernlenkladung rein, Leute, passt auf aber, dass nicht so Zombies neben euch sind, weil die Fernlenkladung dann direkt in die Luft fliegt. Also lasst am besten ein Zombie über. So, dann geht in die Fernlenkladung rein, Leute, dann müsst ihr mit der Fernlenkladung hier zu dieser Tür fahren, und wenn ihr das dann macht, dann fliegt ihr automatisch aus der Fernlenkladung raus und die Fernlenkladung bleibt dann für immer hier stehen und alle Zombies bis auf die Hunde und die Megatrons werden sich hier versammeln. Das heißt, ihr könnt hier easy auf Firearms gehen, weil ihr euch eigentlich nur auf die Megatons konzentrieren müsst und auf die Hunde. Und das kriegt ihr dann easy hin, Leute. Jetzt zeige ich euch noch einen Spot mit der Fernlenkladung hier auf dieser Karte. Und zwar ist es hier unten im Kontrollraum. Und zwar müsst ihr hier wieder die Fernlenkladung aktivieren und kurze Zeit danach eure Waffe wechseln. Also drückt auf die Fernlenkladung, Leute, wechselt dann ganz schnell eure Waffen. Ihr seht auch, dass ihr kurz die Fernsteuerung in der Hand hält, aber direkt zur Waffe switcht und dann in der Fernlenkladung seid. Dann habt ihr das richtig gemacht, Leute. Jetzt fahrt einfach mit der Fernlenkladung dahin, wo ich hinfahre, und jagt sie in die Luft. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, geht nach oben zum Penthouse und die ganzen Zombies werden hier spawnen, jedoch werden sie dann AFK gehen. Bis auf die Hunde natürlich und die Megatons, aber die könnt ihr auch ganz in Ruhe töten, da die ganzen anderen Zombies euch ignorieren werden. So Leute, der nächste Glitch ist ein bisschen schwerer. Ihr braucht hier dafür den PhD Slider und damit könnt ihr nämlich durch Wände gehen. Ich zeige euch das mal. Geht hier auf dem Videothekdach, Leute, bei Verlassener oben drauf. Jetzt müsst ihr hier springen und sliden, Leute. Jedoch kurz bevor ihr anfängt auf dem Boden zu sliden, müsst ihr auf Options drücken, beziehungsweise auf Pause drücken. Also rennt nach vorne, Leute, drückt auf die Rutschen-Taste und kurz bevor ihr anfängt zu rutschen, drückt auf die Pause-Taste und bleibt am besten 2 Sekunden in der Pause-Taste drinne. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann seid ihr hinter der Wand. Wenn ihr hier raus wollt, Leute, müsst ihr einfach den Ätherschleier benutzen und ich zeige euch jetzt noch mal, wie ihr hier reinkommt. Also nicht verzweifeln, Leute, wenn ihr das beim ersten Mal nicht schafft, aber mit ein bisschen Übung kriegt ihr das hin. Also ihr geht hier oben drauf, rennt nach vorne, drückt die Rutschentaste und dann kurz bevor ihr anfängt auf dem Boden zu rutschen, Leute, drückt die Optionstaste für 2-3 Sekunden und ihr seid wieder hinter der Mauer. Wie ihr seht, geht das ruckzuck, wenn man das bisschen drauf hat, also wenn man das bisschen geübt hat, geht das eigentlich ganz schnell. So, kommen wir nun zum nächsten Glitch. Und zwar müsst ihr hierfür wieder auf dieses Videothekdach gehen. Dann müsst ihr hier an diesem Geländer, Leute,
an der Seite draufklettern und so ein kleines bisschen nach hinten laufen, so wie ich es tue. Und die Zombies werden sich dann rechts von euch versammeln. Jedoch werden euch die Zombies doch zwischendurch mal treffen. Also ist dieser Glitch jetzt nichts für Highrounds, aber ihr könnt hier zwischendurch mal mit der Wunderwaffe rein, weil ihr dann auch immer wieder Leben regeneriert, wenn ihr die Zombies dann mit der Wunderwaffe tötet. So, kommen wir zum nächsten Glitch. Der nächste Glitch befindet sich hier auf dem Bardach. Und zwar müsst ihr hier auf diesen Geländer drauf, Leute. Und wenn ihr dann hier drauf seid, versammeln sich die Zombies vor euch. Es kann sein, dass euch mal ein Zombie angreift, wenn er von links kommt. Aber der Rest versammelt sich vor euch. Aber hier diese Boss-Zombies, die werden euch auch noch angreifen können. Also das ist kein Glitch für Highrounds, Leute. Hier kann man zwischendurch mal drauf, um vielleicht mal kurz auf Headshots zu gehen oder so. Aber wie gesagt, von links greifen die euch ab und zu an. Und die Boss-Zombies greifen euch auch an. Das war's dann schon wieder mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare und für all die, die noch kein Abo bei mir haben und nichts verpassen wollen, können jetzt gerne ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.